Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Cave, hier mit der Zeitreisenden in der Zukunft. Wir haben ja in der letzten Folge hier diesen Dinosaurier sozusagen getötet, der sozusagen in der Vergangenheit war. Und jetzt liegt hier an der Stelle Öl und ich habe noch keine so richtige Ahnung, wie ich das nehmen soll. Jo. Ich brauche jetzt also quasi ein Gefäß, ein Eimer oder irgendwas dergleichen. So. Hier, die Skelette, das sind sozusagen meine Freunde in der Vergangenheit. Nett gemacht. Huh. Ist das ein Eimer? Keine Handtasche, sondern ein Eimer vielleicht. Although no actual Rang Funds have ever been uncovered, top archaeologists. Okay. Don't touch any of the exhibits. Ah, ja. So, war hier noch irgendwas? Nee. Okay. Me and the other greatest employees of all time are all grabbing drinks at the Wizard's Lair later. Wait, there are no other greatest employees of all time. More for me. Ja. Ja, mit dem antiken Arcade-Automaten kann man nichts anfangen. Hier ist auch nicht mehr viel zu holen. Gucken wir nochmal hier, vielleicht finden wir hier. Das ist jetzt in die Vergangenheit. Ja. Okay, wir suchen jetzt einfach einen Eimer oder irgendwas. War hier unten noch was? Ich gehe bestimmt schon zum 10. Mal hier in diese Gänge rein, um zu sehen, dass hier, ob hier noch was ist. Und hier ist nichts. Ich sollte mir das mal aufzeichnen oder merken. Okay. Hier ist nichts mehr. Hier oben war, glaube ich, bloß auf der rechten Seite genau das Bild. Das hier eine Mülltonne. Und die irgendwie mitnehmen? Nee, kann man natürlich nie. Das wäre ja auch zu schön. Ja, ich denke, Sicherung sollte man nicht rausnehmen. Das ist unklug. Oh, ich bin da ein bisschen überfragt aktuell gerade. Hier geht's zur Sicherung, das bringt alles nichts. Okay. Don't touch any of the exhibits.
They don't give that to just anyone. Mensch. Ich brauche einen. Ich brauche irgendwie Öl. Ich brauche Öl. Wo kriege ich dieses? Also wie kriege ich hier ein? Nee, das bringt nichts. Boah, da habe ich nichts zum Aufnehmen. Hier hinten ist auch nichts mehr. Ich kann zwar hier noch stinken wie ein Vieh. Aber das bringt's auch nicht wirklich. Hier hinten noch. Das ist nichts mehr. Oder Vergangenheit da irgendwas? Nee, das ist Bild von der Zeitreisenden. Ja, da bin ich ein bisschen überfragt gerade. Mal was probieren. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber man kann es mal probieren. Erstmal hier. Kann man das hier irgendwie. Nee, geht nie. Ich glaube, man kriegt das Ding nie runter. Ich will die Arme immer länger werden bei dem. Das bringt sie. Das bringt es nicht, da komme ich nicht hoch. Ich war bestimmt auch schon mal hier unten, da war wahrscheinlich nichts. Platsch, 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 wie die Füße platschen. So, hier war ja nichts. Noch irgendwas? Nee. Auch nicht. Bloß ein bisschen Öl zu kriegen. Schon blöd. Wie sieht's denn aus? Kannst du mir mal hier in. Ja. Kannst du mir mal einen Eimer basteln? Hä? Critic not understand fog work. Ein Eimer bitte. Fog ahead of his time. Du wärst ahead of your time, also deine Zeit voraus, wenn du einen Eimer mehr kreieren würdest. Das passt. Das funktioniert nicht. Da war ich schon. Ja, liebe Leute. Ich bin ein bisschen an einem Dead End. So,
Irgendwas muss es ja hier mit Aufsicht haben. Ich habe jetzt keine richtige Ahnung, was. So. Halt. Probier nochmal den Schlüssel zu nehmen. Employee of all time says, no touching the exhibits. Da hat man Öl und man kann es nicht aufnehmen. Das ist doch blöd. Ist nicht schön. Wenn wir irgendwie den Eimer kriegen können hier von dem Bild. Although no actual rangfusts have ever been uncovered, top archaeologists believe they were commonly used as some kind of head accessory from the 1940s to the late 2100s. They came in several styles and colors to project the mood of the wearer. Upon entering a social setting, each person would assess the crowd by the types of rangfusts they were wearing. It is thought that World War I was started when Sir Winston wore a particularly inappropriate rangfust at a cocktail party with the American President Franklin D. Bon Jovi. Das hilft mir das alles nicht so viel. Wenn das wenigstens ein Eimer wäre, dann könnte man den mitnehmen. Aber so? Yep. Greatest employee of all time. They don't give that to just anyone. Du bist echter Held. Jetzt vielleicht hier hinten irgendwie den Stein wegräumen? Stimmt nicht. Nee. Na gut. Irgendwie. Irgendwie kommen wir nicht so richtig weiter hier an der Stelle. Deswegen mache ich mal kurz einen Cut
und gucke mal, wie ich jetzt irgendwie hier den Eimer auftreiben kann. Bis dahin, tschüss.